Der Ersatz für Vlahovic ist gefunden im Spitzenspiel heute gegen Florenz. Der erste gegen den dritten. Wir haben nur 3 oder 4 Punkte Unterschied in der Tabelle. Also es wird heute richtig heikel. Und ja, großer nächster Name, der hier bei Juventus aufkreuzt. Es gab viele Namen. Ich habe viele, viele auf der Liste gehabt. Unter anderem ein Alexander Isak, der eigentlich mein Favorit war. Der Transfer hat dann aber leider nicht geklappt. Ein Patrick Schick zum Beispiel, Gerard Moreno, auch alles Stürmer, mit dem man mal schon gespielt hat. Aber es ist am Ende Big Rom geworden. Romelu Lukaku vorne drinne. So ein ähnlicher Spielertyp wie Vlahovic, sehr bullig auch, vielleicht noch sogar ein bisschen bulliger, abschussstark. Und einfach vorne eine Kante im Spiel, da ist er nämlich mit den gelben Schuhen, der wirkt schon so furchteinflößend. Sieht so ein bisschen aus wie dieser Akin Fenwa von Weitern. Das war ja auch ein Muskelprotz einfach in der 4. englischen Liga. Jetzt bin ich gespannt, Vlahovic fällt für 2 Monate aus, das heißt Lukaku hat also jetzt die Aufgabe, ihn adäquat irgendwie ersetzt zu kriegen. Da muss ich aber nochmal die Rückennummer ändern, der hat die 46. Das stimmt nicht so ganz. Aber ich glaube, Lukaku, der kennt die Liga. Ihr kennt alle Lukaku. Lukaku kennt euch zwar nicht und mich auch nicht, aber das ist egal. Er soll einfach nur Tore machen. Er soll das machen, was Vlahovic jetzt leider erstmal nicht machen kann. Er war auch bezahlbar, ja, von Chelsea. Die anderen, die waren alle schon ein bisschen älter, waren halt nicht so der Spielertyp, den ich gesucht habe. Von daher bin ich ganz froh, dass das mit Lukaku funktioniert hat. Chiesa. Nächste Chance. Und wir müssen heute gegen Florenz echt zusehen, dass wir mal gewinnen. Wir haben noch kein Rückrundenspiel gewonnen. Eine Niederlage, ein Unentschieden. Oder haben wir sogar eins gewonnen? Nee, einen Unentschieden, eine Niederlage. Ist natürlich nicht der Anspruch, den wir haben. Wir sind aber noch Tabellenführer. Chiesa wieder. Aber Florenz lauert, Neapel lauert, Inter. Von daher, wir müssen echt zusehen, dass wir jetzt so ein bisschen die Kurve kriegen in der Rückrunde. Sonst wird das ganz, ganz eng. Und Florenz kommt über Ikone. Und die erste Chance. Und das Tor. Für Florenz. Nach einer Viertelstunde. Ganz einfach wieder gespielt. Ah, Cassel sah da auch nicht besonders gut aus, ne? Der war eigentlich nicht unhaltbar. Also sah zumindest mal so aus. Rolando Madragora. Boah, Castell steht da ein bisschen weit rechts, ehrlich gesagt. Oder beziehungsweise links aus seiner Sicht. Unglücklich auf jeden Fall. Wie es wieder gefallen ist, wieder selbes Muster. Innenverteidiger rückt raus, dann fehlt er hinten. Und Rolando Mandragora, noch nie gehört. Wahrscheinlich auch sein erstes Spiel heute, sein erstes Saisontor. Tja, und wir kriegen es halt einfach nicht raus. Das ist so ein Ding, auch schon oft erwähnt, ganz, ganz oft. Struktur und Sicherheit in die Abwehr kriegen wir nicht rein. Wir müssen halt immer 3, 4 Tore schießen, weil wir immer 1, 2 kassieren. Und wir müssen halt auch irgendwann wieder Spiele gewinnen, sonst wird das nichts mit der Meisterschaft und schon gar nicht mit dem Champions League-Titel. Erste Chance vielleicht im Gegenzug. Und da ist er doch. Big Rom zum ersten Mal. Romelu Lukaku. Was eine Wucht vorne im Sturm. Was eine Wuchtbrumme. Und so einfach gespielt. 2 Bälle in die Tiefe und Lukaku setzt ihn dann erstmal in den Winkel rein. Also vielleicht nicht ganz so schön wie Gravenberg mit seinem ersten Tor, aber das ist auch nicht von schlechten Eltern. Das musst du auch erstmal machen. Also es steht Spitzenspiel drauf, es ist sogar Spitzenspiel drinne. So soll es natürlich auch sein und vielleicht nochmal 1, 2 Tore mehr für uns. Das ist immer so die Hoffnung, die ich habe. Wieder Lukaku. Ja, der mit seiner belgischen Nationalmannschaft, die haben so ein bisschen das Momentum verpasst, mal Titel zu holen. Ne? Goldene Generation hat man ja immer gesprochen, aber da soll es auch Streitigkeiten gegeben haben in der Nationalmannschaft, vor allem bei der WM. Vor allem auch um Thibaut Courtois und De Bruyne, die mögen sich ja irgendwie gar nicht, weil irgendwie sich die Freundinnen gegenseitig ausgespannt haben. Oder irgendwie De Bruyne Courtois die Freundin weggenommen hat, keine Ahnung, irgendwie sowas war da. Meint man gar nicht. Belgien hat sonst richtig klasse Spieler. Also Lukaku, De Bruyne, um sie mal nur zu nennen. Das ist halt ein bisschen schiefgelaufen irgendwie bei Belgien. Aber gut. Die Deutschen sind momentan auch nicht besser. Also was heißt nicht viel besser? Wir verlieren 3 Freundschaftsspiele gegen bei allem Respekt nicht so starke Gegner. Mag man eigentlich meinen, aber es ist nun mal so. Und daher stecken wir auch ein Jahr vor der EM in einer ganz, ganz großen Schaffenskrise.
Und dazu noch in einer Ergebniskrise. Nächste Chance von Lukaku. Das wird alles sehr, sehr spannend zu sehen sein. Vielleicht wird ja in dem einen Jahr jetzt noch der große Turnaround passieren und die Mannschaft, die spielt sich ein. Dann ab September in den Freundschaftsspielen, die sie dann noch haben und werden der Turnierfavorit, was ich jetzt auch nicht unbedingt glaube. Und dass Deutschland eine Turniermannschaft ist, das war einmal. Das gilt schon seit der WM 2018 nicht mehr. So, selbes Muster unten, läuft Grafenberg durch, schön gemacht, könnte Abseits sein. Ja, schade, aber gut, dass er den Laufweg mal in den Strafraum macht. Da unten zeigt das an, Davis leider einen Moment zu spät, dann hätte er vielleicht nochmal auf Chiesa querlegen können. Ja, und wir sind auch momentan wieder besser, wir haben irgendwie mehr Spielanteile. Wir kriegen halt wie immer das Mittelfeld nicht zu oben, Davis, da muss er längst mit nach hinten kommen. Der darf da oben seine Flanke nicht einfach so offen stehen lassen. Pogba, Alaba und Grafenberg. Und ab nach vorne. Lukaku muss starten. Er startet und er kriegt den Ball schön in den Lauf gegen Igor, gegen alle. Lukaku könnte eng werden. Nein, warum nicht der normale Schuss? Weil ich mit einem Rausstürmen des Keeper gerechnet habe. Der macht uns sogar die Ecke auf. Nein. Florian Müller. Bin ich doof, ey. Der macht uns sogar noch die Ecke auf. Tja, aber das ist halt auch, ey, momentan unser Problem, das wir haben. Aber wir agieren mit vielen hohen Bällen irgendwie. Bietet sich halt so an. Vorne ist immer einer frei. Ja, Lukaku steht richtig. Talisca kommt mal Davis hier. In vollem Sprint. Schöne Flanke, aber Kulusevski. Und dann ist halt niemand hier. Und wenn dann doch mal einer da ist, dann überspielen sie unser Mittelfeld. Und so sieht es dann halt aus. Dann ist unsere Abwehr wieder offen. Das ist momentan für die Gegner ganz, ganz einfach. Sich hier durchzuspielen. Sowas zum Beispiel wieder drei Mann im Strafraum. Dika klärt. Wichtig. Und wieder selbes Bild. Ball in die Tiefe. Muss auch sein. Und wir haben doch die schnellen Leute vorne. Kann ja nicht sein. Davis, schade. Und dann fehlt er natürlich hinten. Und da muss Grafenberg dazwischen. Das war jetzt mal genau richtig. So muss das auch immer ablaufen. Lukaku nochmal mit Kulusevski. Gut gemacht. Talisca kommt. Lukaku ist da auch. Lukaku, nee. Oder? Ah, Talisca, doch nochmal. Lukaku, der Ball ist noch heiß, oder? Nee, jetzt ist Halbzeit. Ganz viel Kuddelmuddel wieder. Viel Ping-Pong. Gerade so am Ende im Strafraum. Egal, wir müssen uns reinkämpfen. Oh, gibt sogar das Stadtderby. Inter gegen AC. Rom unentschieden. Cagliari, ich weiß jetzt leider nicht aus dem Kopf, wo die alle stehen. Neapel ist Zweiter, das weiß ich. Bei Inter und AC könnte es auch gerne mal ein Unentschieden geben. Tja, was machen wir? 4-2-3-1. Lukaku ist ja jetzt vorne ein richtiger Stürmer. Oder was heißt der richtige Stürmer? Ein Ersatz zu Vlahovic. Dann würde ich das wieder so machen, dass ich Kostic auf links ziehe. Chiesa dahinter. Und wir müssen das jetzt irgendwie gebacken kriegen. Wir müssen uns da irgendwie reinfighten. Ich weiß nicht, wie wir sonst machen sollen. Gerade solche Spiele, das sind so 6-Punkte-Spiele. Wenn du die Dinger halt gewinnst, dann kannst du schon mal einen großen Schritt machen Richtung Meisterschaft. Lukaku. Mit großen Schritten. Lukaku. Das wäre es gewesen. Nach der Pause mal direkt ein zweites Tor hinterher. Und der war gar nicht so weit vorbei. Oh ja, der war knapp. Oh, da hätte Müller nichts zu halten gehabt. Vielleicht muss es das altbewährte 4-2-3-1 sein. Igor, oh, was für ein Ball. Aber Alaba hätte den gehabt. Und gerade hier dann schnell aufbauen. Schade, Lukaku ist richtig, dass er entgegenkommt, sich die Bälle holt. Und hier muss dann die Verteidigung halt stehen. Und das Mittelfeld um Grafenberg rum, genau. Auch mal Bälle gewinnen. Aber ihr seht, die Lücken, die sind dann sofort wieder da. Aber auch bei Florenz, die haben jetzt Riesenlücken. Schöner Ball, Kulusevski. Nimmt den mit, zieht in die Mitte. Lukaku muss sich fallen lassen. Was macht er denn? Den Weg frei für Chiesa, aber er verbaut sich die Chance selber. Er verbaut sich die Chance doch selber, ey. Das gibt es nicht. Und Florenz kommt. Davis dazwischen, Castells. Alles gut, mal ein bisschen aufbauen hier, ein bisschen Ruhe reinbringen, Dominanz versuchen zu zeigen, obwohl Florenz uns wieder ganz schön hoch angreift.
im 4-3-3 mit zwei Achtern. Und Gravenberg. Bisschen Platz ist da, aber auch jetzt nicht so viel unbedingt. Guck, da laufen sie sofort die Passwege nach außen zu. Schön gemacht. Mal hier ein Doppelpass vielleicht mit Kostic und Davis. Und hinten Lukaku, da ist er doch wieder. Oder Kulusevski. Ne, der packt den Scorpion Kick aus. Und wird sogar damit fast noch belohnt. Schade, schade, schade. Das wäre ein schönes Tor zum wichtigen Zeitpunkt gewesen. Ja, Talisca ist jetzt draußen. Mal gucken, wie das Kostic hinbekommt. Davis kommt angeflogen. Wieder Chiesa. Und jetzt Gravenberg mit voller Wucht. Gravenberg. Geblockt erstmal. Und dabei bleibt es dann auch erstmal. Oh, Kostic muss er eigentlich kriegen. So, und Davis aus und Gravenberg läuft zu. Ein bisschen Glück hat er, aber genauso muss es sein. Da brauchen wir zumindest mal einen, der da auch mal ein bisschen die Laufwege oder die Passwege zustellt. Dass das jetzt Pogba macht, habe ich auch nicht erwartet. Deswegen Gravenberg, der ist da schon ein bisschen besser drin. So, dann muss es einfach mal, oh, Missverständnis, bisschen flinker nach vorne gehen. Aber Florenz auch über Cabral, Ndicka. Oh, schlechtes Stellungsspiel. Alaba kommt nicht mehr hinterher. Aufgepasst, da sind eigentlich genug Leute. Genau, Ndicka klärt. Und dann nach vorne. Lukaku mit Chiesa. Kulusevski, da rutschen alle vorbei. Kulusevski jetzt, freie Fahrt. Schlechter erster Kontakt. Lukaku ist hinten, Pogba ist hinten. Da ist Pogba und da ist Gravenberg. Schade, und wieder abgeblockt. Sieht nicht so ganz flüssig nach vorne aus, aber okay, Jovic und Braganza. Oder Braganza kommt rein. Probieren wir mal Kulusevski. Von links, vom Tor weg, vielleicht klappt es ja. Oh, schlechte Ecke. Aber vielleicht, nee. Jetzt wieder Defensivarbeit, genau. Viererkette steht, Mittelfeld muss da sein. Mittelfeld ist da, gut von Gravenberg. Sieht jetzt ein bisschen besser aus, Gravenberg. Sehr schön, wirft sich rein, Lukaku auch. Lukaku mit Gravenberg, schön wiedergeholt. Kulusevski jetzt vorne mit Chiesa. 2 gegen 6 gefühlt. Chiesa in der Mitte. Es geht doch. 2-1. Und da haben wir auch wieder eine Stärke von uns. Pressing. Gegner zupressen mit 2, 3 Mann vorne. Und dann sind wir ja quasi in Unterzahl. Aber wenn die Laufwege stimmen und man das ganz easy einfach ausspielt. Wie gesagt, wieder ein Beispiel dafür, wie einfach Fußball sein kann, wenn man es denn auch dann einfach mal zu Ende spielt. Ganz, ganz wichtig. Vor allem, wenn Inter und AC unentschieden spielen, wenn Neapel vielleicht verliert, dann kommt Florenz jetzt auch nicht weiter ran. Das ist halt ganz wichtig. Wir haben so ein bisschen Stabilität, bin ich der Meinung, gewonnen durch die Umstellung jetzt gerade. Da kommt jetzt von Florenz auch, ehrlich gesagt, Gott sei Dank nicht mehr so viel. Aber mal gucken, Alaba dazwischen. Ne, sah nicht. Achtung, Ndicka muss da klären. Ndicka grätscht und Castells ist da. Lücken tun sich trotzdem immer wieder auf. Alaba, nee, das dürfen wir jetzt nicht machen. Die machen jetzt nochmal Pressing 10 Minuten lang. Dann müssen wir uns irgendwie befreien. Haben jetzt, glaube ich, auch, sieht so aus, umgestellt. Stehen jetzt viel, viel höher auf jeden Fall. Müssen sie natürlich machen. Und dann ergeben sich doch eigentlich Lücken. Lukaku zum Beispiel. Ah, abseits. Wieder einen Moment zu spät, schade. Aber der hat schon mal ein bisschen Impact hier gebracht. Hat ein Tor geschossen. Wird sich auch noch in Kopfballduellen durchsetzen. So viele hat er ja heute noch nicht gehabt. So, und ihr seht das. Florenz presst natürlich, riskiert. Und riskiert hoffentlich zu viel. Schöner Ball, Chiesa. Und jetzt aber Lukaku. Jetzt ist er nicht im Abseits. Muss die Entscheidung sein. Und das ist sie. Big Rom zum Doppelpack. Die Handschuhe, die könnt ihr beide ausziehen. Was soll das denn? Ganz cool und überlegt. Diesmal wartet er noch den einen Schritt. Einmal mitgenommen und auch mit rechts ist er einfach eine Maschine, der Typ. In seiner Prime, den bräuchte ich jetzt in der Rückrunde die ganze Zeit. Sauber eingeschweißt, sehr gut. Und somit also der Sieg hier im Spitzenspiel. Da wird nichts mehr passieren jetzt in den letzten Minuten. So sicher bin ich mir jetzt auch einfach mal, dass da nichts mehr passiert. Florenz, besonders in der zweiten Halbzeit, viel schwächer. Weil wir dann halt auch durch die Umstellung hinten ein bisschen stabiler standen, durch die Viererkette.
und bislang auch nicht so viel zugelassen haben. Aber Florenz kommt nochmal über Jovic gegen Dika. Oh, zwei ehemalige Mitstreiter. Der versucht es nochmal und kassiert. Nochmal ein letzter Wechsel. Ah, Keeper ist schon mit vorne. Der wird doch wohl nicht. Keeper kommt raus. Castils. Und jetzt die Chance, ins leere Tor zu laufen. Lukaku. Nein, der kriegt den nicht. Der kriegt den nicht vorbei. Ach, ist das ärgerlich. Das wäre was gewesen. Bremer nochmal. Nee, kein Abseits gegen Ikone. Der kann sich da auch einfach durchsetzen. Und Davis. Genau, so Aktion brauchen wir. Und Müller geht nochmal. Der sprintet wieder von vorne nach hinten. Vielleicht, wenn ich den Ball jetzt mal abfangen würde. Das ist ja mein Ziel. Vielleicht läuft da was mit Castils. So, jetzt. Komm, Ball nach vorne. Vielleicht kriegt er den ja ins Tor rein. Nee, das ist zu kurz. Schade. Hätte er nicht geschafft. Aber egal. Unterm Strich 3-1 im Topspiel. Florenz auf Distanz gehalten. Und vielleicht, wenn Neapel auch noch gepatzt hat, wieder ein paar Punkte mehr Vorsprung. Sehr dominantes Spiel von uns. Inter dreht das Spiel. Gewinnt also das Stadtderby gegen AC. Bleiben also auch oben dran. Neapel wäre jetzt wichtig, dass die vielleicht mal patzen. Und dann haben wir unser erstes Spiel gewonnen. In der Rückrunde. Und da ist schon Coppa Italia. Also jetzt geht's auch los mit dem italienischen Pokal. Wir steigen ein im Viertelfinale. Das heißt also auch wieder englische Wochen. Danach kommt der AC Mailand. Also die Spiele, die werden jetzt nicht weniger. Und auch die Aufgaben werden auch nicht gerade einfacher. So, weiter. Zum ersten Mal, dass ich hier Pokal spiele. Piazza habe ich übrigens verkauft. Ich brauche noch irgendwie Geld für Lukaku. Ich hatte nicht so viel Geld. Ich denke drüber nach. Ja, eigentlich will ich auch die besten Leute spielen lassen. Deswegen musste ich irgendeinen verkaufen. Und da hat sich das gerade angeboten. Ich hatte aber auch nicht mehr so viel Zeit, glaube ich, beziehungsweise, ja genau, weil ich Lukaku zum Florenz-Spiel haben wollte. Ich hatte nicht mehr viele Tage Zeit und dann habe ich mir den geholt. Ich kann ja gerade nochmal euch das zeigen in der Transferzentrale. Ich hatte diese Stürmer hier, hatte ich alle auf der Liste. Gut, Mbappé und Haaland auch noch, die habe ich aber wieder von der Liste, weil die waren unrealistisch. Schick, ja, Youssouf En-Nesyri, habe ich auch schon mal gespielt. Dann Armando Broja, das war mir so ein bisschen riskant, weil ich nicht genau wusste, welche Stärke der hat. War aber auch groß, ich habe mal großen Stürmern gesucht. Isak war eigentlich mein Top-Favorit, den hätte ich auch gerne geholt. Lukaku war eher so Plan B oder Plan C. Dann natürlich Onuachu mit 2,1 Meter, auch damals bei Villarreal gespielt. Moreno, einfach weil es Gerard Moreno ist. Und natürlich Scamacca, weil ich damit schon in Dortmund gespielt habe. Also da wären schon gute mit dabei gewesen. Genau, hier eigene Angebote, die habe ich mir gekauft. Erhaltene Angebote, alle abgelehnt. Und Arthur ist ja weg und die anderen brauche ich alle. Da kann ich nicht mehr viel machen. So, Pokal, Coppa Italia. Jetzt geht's hier also auch los. Im Achtelfinale steigen wir also ein. Was sind hier so für Partien? Neapel ist schon weiter. Inter, Florenz, AC Mailand, also alle Favoriten. Bergamo gegen Monza, Rom gegen Venedig, Juve gegen Genua und Lazio gegen Brescia Calcio. Die waren auch, glaube ich, mal in der ersten Liga irgendwann. Gut, also endlich mal ein anderer Wettbewerb. Hat ja auch lange genug gedauert. Ende Januar ist es jetzt also soweit. Aber die Liga möchte ich nochmal kurz gucken. Deswegen war ich doch auch eigentlich hier. Und wir haben 5 Punkte Vorsprung. Das heißt, Neapel hat verloren bzw. eine Unentschieden gespielt. Wo sind sie? Unentschieden gegen Lecce. Ja, super. Perfekt. Und sogar... Ah, nee. Warte mal, ist das schon der nächste Spieltag? Ah, nee. Der Spieltag hier war das, ne? Da haben wir 1-1 gespielt. Hier müssen wir drauf gucken. Bergamo hat gewonnen bei Neapel. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Die haben uns also dabei geholfen. Ein paar Punkte Vorsprung ist nicht viel. Aber immerhin. Und jetzt wollen wir auch im Pokal weiterkommen. Mal gucken, welche Mannschaft ich da spielen lasse. Lasst euch überraschen. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.